Yeah. This shit is not random. Okay. This is my world and I do what I like to. I know she gonna be ready when I slide through. If you forgot I got it, I'll remind you. Cause I got what it's true. It's funny how it all started with a vision. I was chilling with my dogs, trying to talk to bitches, but them bitches blew me off. Now everything is different because they wishing they could just give me a call. Yes, that's how it is. When it's just a matter of time. Yes, that's how it is. When they choose to ignore the signs. Yes, that's how it is. And you make it an everybody that you knew and went to school with wants to suddenly come around. Yes, that's how it is. What's that shit now? What'd you say? Or you swore you never see the day? Yo ho, was geht ihr verrückten Mongos? Mein Name ist Roffe und heute seht ihr ein neues Video hier von mir auf dem Credit Clan Kanal. Mein Name ist Roffe und im Hintergrund seht ihr eine Quad Nuclear auf Hijacked von Yannick. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, ich glaube mit der AN94 auf jeden Fall richtig geiles Gameplay. Dieses Gameplay, das ist einfach mal wieder so richtig geil Hijacked, das sieht man nicht alle Tage. Ich sehe sowas nicht alle Tage, so schön irgendwie im Spawn halten und die Gegner so ein bisschen outplayen. Auf jeden Fall richtig geiles Gameplay. Schaut auf jeden Fall beim Gameplay-Spiele vorbei. Und das soll es eigentlich auch dazu gewesen sein. Und legen wir los. Ja, meine Freunde, ich möchte gerne darüber sprechen, was da eigentlich los ist auf YouTube zurzeit und mit Beef, Wachstum, Eifersucht und Hate. Das sind eigentlich so meine vier Themen, die ich gerne besprechen möchte. Fangen wir mal an mit Wachstum. Heutzutage ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwer für Leute wie mich und dich und alle, die mir zuhören, die YouTube betreiben, größer zu werden. Es ist auf jeden Fall sehr schwer. Es ist nicht mehr so wie damals, dass man Videos gemacht hat. Die wurden einfach automatisch angeklickt. Du hast Abonnentenzuwachs gemacht und dann bist du auf einmal groß. Das geht heutzutage nicht mehr. Heutzutage kämpft man ja wirklich um jeden Abonnenten. Und das soll, da kann ich jetzt einmal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich stehe kurz vor 500 Abonnenten. Ihr würdet mir alle einen richtig krassen Gefallen tun, wenn ihr einmal bei mir vorbeischaut. Denn ja, dann kommen wir schon eigentlich zum zweiten. Wie wird man größer? Größer werden kann ich jetzt natürlich ein bisschen durch euch. Ihr könnt mich unterstützen. Credit kann mir helfen, größer zu werden. Und natürlich soziale Kontakte, also Kontakt zu anderen Leuten, die mehrere Abonnenten haben. Ich habe zum Beispiel Kontakt mit ein paar Leuten aus dem Ruin-Clan, mit Varion und Kid und mit Wire und Chano. Also ich habe so ein paar Kontakte, die so ein bisschen größer sein, so 1000, 2000, 4000 Abonnenten. Dann habe ich natürlich auch noch einen sehr guten Streamer-Kollegen und auch YouTube-Kollegen. Killer der Trinker, vielleicht sagt es der ein oder andere euch was. Auf jeden Fall habe ich ein paar Kontakte. So kann man natürlich größer werden. Man kann ein bisschen mit denen schreiben, man kann mal sagen, yo, hättest du Bock mich zu erwähnen, könnten wir mal ein Video machen und so. Und das soll eigentlich auch schon Tipp für euch sein, falls ihr YouTube betreibt, versucht ein paar Kontakte aufzubauen. Das hilft auf jeden Fall jedem. Also Kontakte aufbauen auf YouTube ist sehr, sehr wichtig heutzutage, denn ohne Kontakte oder ohne Leute, die dir helfen, wirst du heutzutage einfach nicht größer. Es geht einfach nicht. Es gibt ein aktuelles Thema, das sehr viel Platz in der YouTube-Szene braucht, nämlich Beef. Beef, was meine ich mit Beef? Und ihr, wenn ich Beef sage, denkt ihr wahrscheinlich alle an Tanzverbot, oder? Tanzverbot, meine Sicht ist jetzt eigentlich nicht ganz so wichtig, aber ich will trotzdem kurz ein paar Worte zu Tanzverbot sagen, was er richtig und auch falsch macht. Denn er macht nicht alles falsch. Ihr könnt ja sehen, er hat jetzt innerhalb von 3-4 Wochen, ich glaube 30 oder 40.000 Abonnenten gemacht. Auf jeden Fall richtig krass. Und das ist ein Wachstum, der durch Beef entsteht. Ob das dann richtig oder falsch ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gut ist oder falsch ist. Auf jeden Fall hat der Typ ja irgendwie, er stellt sich immer dumm, aber er macht doch alles richtig. Er macht alles richtig, also von Aufrufen und Abonnenten und so. Er bekommt einen Zuwachs. Natürlich ist es nicht richtig, Leute zu beschimpfen, das will ich gar nicht sagen, weil Beef ist total scheiße. Bringt YouTube auch dazu, immer asozialer zu werden. Und ich habe keinen Bock, dass YouTube sich dazu entwickelt, RTL
3 zu werden. Das soll einfach nicht so sein. YouTube ist eine wunderschöne Plattform, die einfach uns allen Platz gibt und Unterhaltung gibt. Also ich finde, YouTube ist so geil und ich finde es einfach so schade, dass Leute wie Tanzverbot, die wirklich die schlechtesten Videos machen, überhaupt nicht einen einzigen Cut machen. Nix. Also der Typ, der setzt sich einfach hin vor seine Facecam mit seinem scheiß Bademantel und macht Videos und bekommt trotzdem Aufrufe und bekommt Abonnenten. Das ist so heftig und das ist einfach schade. Schade für YouTube, dass es auf diese Art und Weise so ist. Und dann kommen natürlich die ganzen Hater, die sagen so, ja, wieso bekommt dieses Stück Scheiße so viele Abonnenten? Wieso bekomme ich keine Abonnenten? Wieso bekomme ich, also Roffe, ich, wieso bekomme ich nicht so viele Abonnenten wie Tanzverbot? Ich bringe bessere Videos wie Tanzverbot. Nee, weil sich keiner für mich interessiert, weil ich kein Beef mache. Das ist einfach das Problem und das ist das Problem an YouTube. Und dann ist auch diese Eifersucht. Ich habe auf meinem Kanal, da habe ich ein bisschen Hate. Also ich habe mich damals mit ein paar Leuten angelegt, aber natürlich alles über alles außerhalb von YouTube. Also ich habe mit den Leuten geschrieben, der Typ war sauer auf mich und seitdem hatet er mich. Gut, er gibt mir jedes Video 10 Dislikes auf mein Video, aber es juckt doch keinen mehr, weil diese das ist für mich doch Hate, aber es ist auch gleichzeitig Eifersucht. Er ist eifersüchtig, dass ich größer bin. Und das ist natürlich auch selbstverständlich, denn jeder möchte doch so viel haben, wie es nur geht. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass dieser Typ dann irgendwie auf eine Art und Weise mich hatet, aber er hatet mich ja in dem Sinne von, er ist eifersüchtig. Also, Jungs und Mädels, YouTube ist echt letzte Zeit irgendwie, es entwickelt sich mehr und mehr zu RTL 3 und ich hoffe nicht, dass es so weitergeht, weil YouTube ist so wunderschön, es ist so eine super Plattform, wo wir uns alle ausbreiten können, wir können machen, was wir wollen und das soll es eigentlich auch dazu gewesen sein. Dieses Video war jetzt einfach nur Freestyle, irgendwas, was mir im Kopf vorgekommen ist, also ich habe wirklich keine Noten gemacht, gar nichts, ich rede einfach nur, ich hoffe, dass das vom Gameplay irgendwie so ungefähr hinpasst und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da unten, ein Abo und schaut bei mir vorbei und beim Gameplayer-Spieler, denn wir beide würden uns sehr darüber freuen. Ich stehe kurz vor den 500 Abonnenten, vielleicht schaffen wir das mit eurer Hilfe. Und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und stay among us. Pretty crazy how this life is mine. Still woke, but I'll get my shine. Poor broke, you know I still grind. Maybe one day I wake up, find I was dreaming the whole time. Sometimes, yeah, sometimes it gets hard trying to reach my goal.